Ich grüße euch, Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einem weiteren Video von Resident Evil Village. Wir sind hier gerade im Atelier und ich möchte euch gerne in diesem Video zeigen, was es mit den Glocken in diesem Zimmer auf sich hat. Also bleibt dran, bis gleich. So, also hier im Atelier erstmal. Wie bin ich überhaupt hier hingekommen? Von der Haupthalle aus geht man einfach hier die Treppe hoch. Zack, den Flur entlang in die Halle der Freude und von da aus kommt man ins Atelier. Und hier hat man jetzt ein Gemälde mit dem Hinweis, lass die 5 Glocken erklingen. Und so wie es da drauf steht, so muss man es auch machen. Man muss 5 Glocken finden und die alle zum Erklingen bringen. Die erste steht da oben auf dem Schrank. Die zweite einmal da auf dem kleinen Tisch. Die dritte ist ein bisschen tricky. Die ist dort. So, dann fehlen noch Nummer 4 und 5. Dafür gehen wir einmal hier hoch. Die vierte ist da auf dem Kronleuchter. Und die fünfte, wir machen ein bisschen Radau, da draußen. Wenn ihr diese 5 Glocken zum Erklingen bringt, öffnet sich hier für euch ein neuer Durchgang. Zack, und das war's auch schon. So einfach ist eigentlich dieses Glockenrätsel im Atelier. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir zusammen wieder Resident Evil Village spielen. Bis dahin, euer Emrex. Ciao.